Okay, hi Leute, willkommen bei einem neuen Auspacktag. Wir haben wieder eine Lieferung von GW bekommen, ist ein bisschen mehr geworden und weil auf eine merkwürdige Art und Weise diese Auspacksachen irgendwie interessant sind, man versteht es selbst nicht wieso, aber es hat ein Kunde hatte gemeint, er weiß auch nicht richtig, warum er diese Videos am liebsten anguckt, dieses Auspacken, weil eigentlich ist es ja nicht für ihn und eigentlich zeige ich ja nur die Boxen, aber irgendwie ist es wohl immer interessant. Ich bin heute ein bisschen gerädert, sieht man mir vielleicht auch an. Ganz deutlich, ja, die Augenringe. Ja, Tipp für diese Woche oder Tipp des Tages, nicht, also ich trainiere zu Hause, ich mache zu Hause meinen Sport und nicht trainieren und als Erfrischungsgetränk zum Training gleichzeitig Bier trinken. Das habe ich gestern versucht und war irgendwie nicht so gesund. Ich habe einen Schädel wie noch was, obwohl es eigentlich nicht so viel war. Aber das nur als Nebending. Trink Wasser, das ist gesünder. Okay, fangen wir mal an auszupacken. Der Moralapostel. Ja, ernsthaft. Das kein Bier und Sport. Unglaublich. Danach oder davor. Wie auch immer. So, wo starten wir denn? Das ist so schön voll alles. Okay, Deathwatch Transport. Wir machen heute eine Menge Deathwatch-Kram. Das ist quasi das Kombi-Kit für den Razorback und den Rhino. Einfach Deathwatch Transport. Im Prinzip ja Razorback, Rhino und vielleicht noch ein Upgrade-Gussrahmen oder sowas. Wahrscheinlich Upgrade-Fahrzeug-Gussrahmen mit Deathwatch-Bits. Denke ich mal. Dann Deathwatch Transport Nummer 2. Nummer 3. Ich glaube, das wird heute wieder ein schöner Stapel. Dann der Deathwatch Land Raider. Daraus kann man sowohl den Crusader als auch den Redeemer machen. Und den Land Raider. Und den Standard, ja. Also hinten steht drauf Land Raider, Crusader, Redeemer und ja, Laserkanonen, ja, genau. Den auch noch. Stapeln wir mal hier die Fahrzeuge. Dann haben wir oben ein paar Start Collecting. Die Start Collecting Box der Blood Angels. Da ist, was sind da alles dabei? Von hier sieht es aus wie ein Tammy Captain, ein Zehner und ein Predator? Baal Predator, ja. Predator? Diese kleine Knutkugel von einem Panzer. Da geht's heiß her. Dann Deathwatch Land Raider Nummer 2. Irgendwo ist die Box da schief gestapelt. Weitere Start Collecting Boxen, weil sie einfach auch einen echt guten Preisvorteil bieten. Tau. Das Farbschema finde ich eigentlich nett. Wäre schön, wenn wir das vielleicht auch mal machen können. Ich enthalte mich. Ja, du nimmst es nur auf. Wir müssen es machen. Dann, dafür bist du angestellt. Kaum zu glauben. Ich also ich stehe hier mit der Kamera gerade, ja, das finde ich angenehm. Start Collecting Skitari, auch eine sehr schöne Box. Grundsätzlich, wenn ihr mit so einer Armee anfangt, 40k, aber auch Age of Sigma, und ihr so euch zusammenstellt, was ihr gerade haben wollt, gleicht das mal mit den Start Collecting Boxen ab. Und schaut mal nach, ob das dann nicht eventuell ein Tick günstiger wird, gerade wenn es so an die Standardeinheiten geht. Manchmal habt ihr dann was aus so einer Box übrig, zum Beispiel bei den Tempestosions, da ist dann halt jedes Mal dieser Kommissar dabei, ja. Der ist übrig. Braucht man meistens dann nur einmal, aber es ist dann egal, den kann man dann nur noch bei eBay verkaufen und die Box ist dann immer noch günstiger, also wenn man sich das einzeln zusammenstellt. Das ist richtig. Deathwing Transport, was bitte? Das ist richtig. Das ist richtig. Ich richtig. Verstand, das ist nicht richtig. Natürlich, das ist nicht richtig. Was ich sage, ist immer richtig. Nein, yeah, stimmt nicht, aber egal. Noch ein Deathwatch Transport. Ich glaube, das ist Nummer 4 oder 5. 4. Das kommt an der Schmerz später. Dann Deathwatch Captain. Deathwatch Captain. Das sind ja im Prinzip immer nur die normalen Bausätze, die wir... So, zum Thema Kamerawackeln. Genau, die normalen Bausätze, die jetzt halt so ein Upgrade-Russrahmen dabei haben. Ja, ich denke, das wird bei allen sein. Ja. Dann die Deathwatch Bikes. Das ist eine 5er-Box. Und die haben andere Basen. Nicht mehr so diese länglichen Basen, sondern das sind dann quasi die, wie es im Deathwatch Overkill. Ja, ich bin ein bisschen gut, wie der Biker im Deathwatch Overkill, der White Scar hat.
So, jetzt muss ich dann doch mal hier an die Sachen ran. Ach, endlich ist interessant. Der neue White Dwarf. Ich denke mal, da machen wir ein. Da mache ich dann, glaube ich, mal ein. Jo. Durchblätter-Auspack-Video. Ja. Haben ja genug, oder? Den haben wir ein paar Mal geholt. Was ein Glück. Dreimal. Unsere Armee von Helden, Klonhelden steht nun nichts mehr im Wege. Genau. Da ist der Slaughter Priest mit dem Hackblade dabei. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Das ist der, der diese Morgensternkugel hat. Und dem Hack, ja. Und das Hackeschwert. So, Lesestoff. Vielleicht jetzt nicht so interessant. Lesestoff. Nochmal ein Deathwatch Captain. Man macht eine Captains Armee. Hörspielbuch. Sylvanas Battletome. Oh, immer Age of Sigma. Diesmal wieder viel 40k. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich extra erwähnt, dass es ja nur Age of Sigma ist. Ich glaube, heute ist es fast nur 40k. Start Collecting Space Marines. Der Klassiker. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist fast identisch zu der Blood Angels, gab, oder? Streitmacht? Egal, Blood Angels ist nicht, weil da ist ein Cyborg dabei, der ist ja. Bei den Blood Angels nicht dabei. Deswegen sagt ja fast ähnlich. Also, jetzt was langsam kompliziert. Space Marines, Start Collecting. Da haben wir es ja gerade auch, wie vorhin erwähnt, Start Collecting Tempestus Sions. Meine absolute Lieblingsbox zur Zeit von denen. Da brauchen wir auch noch eine dritte. Nächste Studioarmee für 40k. Die Demonkin sind ja fertig. Nächste Studioarmee werden Tempestus. Militarum Tempestus. Ja. Brichst du da nicht so ein bisschen das Böse? Was? Du hast ja sonst immer nur böse Studioarmeen gehabt. Oder Tyranniden mal in Anführungsstrichen gehalten. Tyranniden, Chaos Space Marines. Wir hatten aber auch mal die Studio-Katachaner. Also, die Aussage. Okay, stimmt. Ich revidiere, ja. Okay. Deathwatch Terminator Captain im Blister. Gleich läuft ein Sven durchs Bild. Warte, ich kann ihn ausblenden. Yay! Okay. Achso. Dann, Games Workshop hat ja den weißen Zwerg neu aufgelegt. Das hier ist der White. Warte, ich zoome. Ja. Ja. Komm, Brindal. Man sieht es. Genau, der weiße Zwerg. Also jedem, der ihm bekannt vorkommt, ihr täuscht euch. Also, kann man schon so ehrlich sein. Also, ich gehe mal davon aus, das ist ein bisschen böse, aber Games Workshop hat ja zum größten Teil die gute alte Warhammer Fantasy Crowd vergrault. Und die gehen wahrscheinlich davon aus, dass jetzt die ganzen neuen Kunden, die sie haben, dass die dieses Modell überhaupt nicht kennen und dass das für die halt was Neues ist. Und dass man das halt deswegen machen kann. Aber ja, nee, es ist im Prinzip der Zwergenslayer, der vor ein paar Jahren, der neue Kunststoff-Zwergenslayer, der vor ein paar Jahren für die Warhammer Fantasy-Zwerge rausgekommen ist. Der war eine Zeit lang ausverkauft, jetzt ist er als White Dwarf neu angemalt, rausgebracht worden. Preislich ist er, glaube ich, identisch, da muss man jetzt nichts sagen. Aber es ist natürlich lazy, würde ich sagen. Lazy das passt, jetzt, das ja. jetzt so zu machen. Aber. Naja, immerhin hat der Alte auch Regeln im Silver Tower. Ja, der Unforged, auch stimmt. Das ja? war, glaube ich, ein Unforged hießen die. Ja. Deathwatch Captain Terminator Rüstung, Deathwatch Chaplain. Das sind im Prinzip, glaube ich, immer die Standardmodelle. Das ist, glaube ich, der aus dem Reclusium Kommandotrupp. Ja, den, wo alle haben wollten, aber niemand sich dann für noch einen Rhino und noch einen Kommandotrupp genau, holen wollte. Da war der, glaube ich, auch nur tatsächlich. Und da ist halt jetzt noch so ein kleiner Upgrade Gussrahmen drin. Ich glaube ja, dass man, wenn man mit Deathwatch anfängt und da ein paar Modelle sich zulegt, dass man diese Upgrade-Gussrahmen, dass man da mit totgeschmissen wird. Ich glaube, da hat man unglaublich viele Optionen, weil in jeder Box ist was dabei und man braucht halt teilweise nur ein oder zwei Teile auf diesen Gussrahmen. Da hat man eine Menge Reserve und Ersatz. Das gleiche nochmal. Captain und Chaplain, beziehungsweise Captain Thermi-Rüstung. Dann Lesestoff und Jointe. Nochmal ein paar Deathwatch Bikes. Jetzt muss ich mal sehen, wo ich das. Ja, es ist unglaublich viel Deathwatch. Wir machen auch eine Deathwatch Armee. Ach so. Dann Deathwatch Terminatoren. Deathwatch Terminatoren. Ich weiß gar nicht, ob Deathwatch generell so eine klassische Armee in dem Sinne ist. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne es halt aus den Romanen und Overkill das Spiel. Und es gab so ein paar Fan- und Hobbyprojekte, so Liebhabereien. Dann haben das Leute halt irgendwie gebaut und gemacht und getan.
Ich selber war auch immer ein großer Deathwatch-Fan, fand es auch immer mit am coolsten. Und jetzt, wo sie da sind, ist irgendwie. Ja, ist halt. Habe ich persönlich keine Lust mehr drauf. Für mich kommt sie zu spät zurzeit. Aber who knows, vielleicht irgendwann ein anderes Mal. Nochmal ein White Dwarf. Ja, da haben wir doch ein paar. Und viermal den Watchmaster. Den neuen. Ah, der ist. Das ist tatsächlich ein schickes Modell. Das ist auch komplett wieder eigenständiges sogar. Das ist ja ein Gussrahmen. Ja. Stopfen wir mal hier hin. Keine Ahnung. Ja. Brief von GW an uns. Mahnung oder. Mahnung, oder Rechnung. Mahnung ist lieber als eine Rechnung. Ja. Wir haben noch eine Kiste. Was? Kamera nimmt noch auf. Ja, also noch 29 okay. Minuten. Okay. Hast noch Zeit. Lesestoff braucht man nicht. Was braucht man noch für eine? Jetzt kann ich nochmal hier so. Schönstes. Ich weiß gar nicht, ob diesmal überhaupt. Ja, das ist, glaube ich. Ja, egal. Kill Team, Deathwatch Kill Team. Das ist quasi der Standard-Trupp, meines Wissens, von der Deathwatch. Ich habe den Codex nicht gelesen. Aber ich glaube, das ist quasi so der taktische Ersatz. Oder taktische? Ja, keine Ahnung. Es sind 5 Modelle auf jeden Fall drin. Kill Team, 5 Modelle. Kill Team, 5 Modelle. Kill Team, 5 Modelle. So, Corvus Blackstar, der tolle neue Flieger von der Deathwatch. Ich mag ihn. Marcel mag ihn nicht. Nein. Und ich pack mal gerade schnell aus. Weil ich wollte mal die Größe wissen, ob der so eine. Natürlich, die Größe ist wichtig. Weil eine Valkyrengröße hat. Das übergehe ich jetzt. So, dann komme ich mal wieder rum. Wieder mir folgen. So, ich glaube, da kannst du ganz gut Jojo, klar. Zoomen. Ach, ich will auch noch zoomen. Okay, Moment. Ja, oder was? Das ist also im Prinzip. Der eine Gussrahmen. Ich wechsle mal auf den zweiten. Ja, hau rein. Ist das genehm? Ja. Achtung. Mach das. Das ist der zweite Gussrahmen. Und das ist das Base. Ist jetzt schlecht zu sagen. Ich würde aber sagen, er ist ein bisschen kleiner als eine Valkyrie, oder? Ich würde sagen, bauchiger. Hä? Ist das Base kleiner? Nee, das ist das normale Flugbild. Ja. Da gibt es nicht mehr. Ja, also ich glaube, er ist. Ja, stimmt. Ja, aber ich glaube insgesamt nicht 100% Valkyren in Größe. Naja, aber die Flieger hatten ja eigentlich immer unterschiedliche Größen. Ich meine, der größte so aus Kunststoff ist der Thunder. Ja. Der, wie heißt der? Nicht Thunder Hawk, sondern Storm. Easy. Storm irgendwas? Ja. Storm Talon? Ja. Nee, Storm Talon ist der kleine. Ja, Storm. Ja, die ganzen Namen. Manchmal fällt es einem halt echt nicht ein, ja. Weil man halt so. Das lesen wir später in den Kommentaren. Also bei Age of Sigma ist es auch ganz schlimm, da kann ich mir bis heute nicht die Unterschiede zwischen Bloodstoker, Bloodwarrior, Bloodsecrator, whatever. Ich leg den mal dahin. Corvus Blackstar. Corvus Blackstar. Wäre interessant zu wissen, ob der auch schon Regeln hat für das Fliegerspiel. Glaube nicht. Aber vielleicht im White Dwarf dann. Im neuen. Corvus Blackstar. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 und 5. Ja. Und das letzte in der Box, ich glaube, da machen wir auch nochmal ein gesondertes Unboxing. 40k Kill Team. Das Skirmish 40k System in der Neuauflage mit 20 Modellen, also nee, 23 Modellen, die Tau haben noch diese Drohnen und diesen Waffenturm dabei. Was soll man dazu sagen? Ja, die kleine 40k Skirmish Variante habe ich sehr, sehr Bock drauf, großes Interesse. Vielleicht kann man auch unsere Studio Korn Demon Kind dafür verwenden. Klar, warum nicht? Die Tau kriegt, glaube ich, von der Box, die wir haben, kriegt die Tau der Jörg. Und aus den Marines machen wir was für Studio. Vielleicht für die Iron Hands, hatte ich gedacht, weil wir da eh schon einen Flieger haben. Mal sehen. Und Kill Team Battle Report ist bestimmt auch eine ganz tolle Idee. Sollte man machen. Noch ein Kill Team. Und das war's. Jo.
Diesmal haben wir ein ganz schön... Eigentlich ist es nur Deathwatch. Ja. Und ja, ein bisschen Starterboxen und ein bisschen Killteam. Ja, ja, stimmt. Starterboxen, Killteam und whatever. Okay. Ich verabschiede mich. Tschüss. Tschüss.